Un accord sur le pacte n'a jamais été aussi proche. Le Parlement et le Conseil ont une occasion historique de le faire aboutir. Montrons que l'Europe peut gérer l'immigration avec efficacité et compassion. Finissons le travail. Lampedusa, im Sommer 2023. 2500 Afrikaner kommen täglich auf der Mittelmeerinsel an. Es handelt sich vorwiegend um junge Männer. Frauen und Kinder sucht man unter den Migranten vergeblich. Und sie alle haben nur ein einziges Ziel: Deutschland. Wer auf Rückweisung auf hoher See setzt, Menschen an die libysche Küstenwache zu überführen, der bricht mit dem Völkerrecht. Meine Damen und Herren, wir haben keine große Migrationskrise. Es geht darum, dass es eine große Aufgabe ist, derzeit die vielen Menschen unterzubringen. Da gilt es auf der einen Seite, geht es um Menschlichkeit, weil die Menschen kommen unter Gefahr an Leib und Leben. Denn wir können gar nicht mehr weitermachen mit dieser unverantwortlichen Politik, die überhaupt nicht nachhaltig ist. Und vor allen Dingen lassen Sie mich eins sagen, ich habe den Eindruck, dass diese Politik gegen die eigene Bevölkerung geführt wird.